Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte meine Schminkbox abdrehen. Und zwar hatte ich mir einfach zu viel vorgenommen, in der Woche zu schaffen, in der ich mich ja sechsmal geschminkt habe. Ich ja, probiere super gerne Sachen aus, das wisst ihr. Ich teste zu viel, dass ich 2 Wochen lang eine Box haben werde. Ich werde das auf eine Woche verlegen, bis auf, dass ich kein Video drehen kann. Dann benutze ich trotzdem die Sachen. Und ich kann so mein Fazit geben, sage ich mal, für Sachen, die ich weiterhin benutzen werde oder die rausfliegen. Zum Beispiel mit der Rose Gold Palette von Love. Die wird definitiv aussortiert. Sie ist nicht so schön, dass ich sie behalten werde. Sie quält mich. Ich werde sie aussortieren. Es hat zwar einen schönen Look irgendwann mal gegeben, aber ich muss zu viel Arbeit reinstecken, so dass ich anfange zu schwitzen. Und dann macht mir das einfach keinen Spaß. Vielleicht hat jemand anderes einfach mehr Glück mit dieser Palette. Die fliegt auf jeden Fall raus. Dann hatte ich die Copper-Palette. Da hatte ich auch 2 Looks mit geschminkt gehabt. Ich schmink mich ja manchmal auch 3-mal am Tag. Also für irgendwelche Tutorials oder ja, heute zum Beispiel habe ich mit euch zusammen diesen Look kreiert mit einer First Impression. Für meinerseits First Ich muss sagen, Impression. mir hat das nicht so richtig, also von diesem Farbschema gefällt mir das nicht so richtig. Ich habe meinen Bronzer dazu genommen. Ich hatte erst diesen matten Ton in der Lidfalte. Das sah dann einfach nur dunkel aus und nicht so schön rauchig und wie meiner Vorstellung nach. Ich hatte dann einen Bronzer dazu genommen. Und zwar den von Sleek. Dann sah es richtig toll aus. Muss ich sagen, Bronzer, dann den Copperton, dann. Wie war denn das? Dann den also im ersten Drittel, dann den hier im Innenwinkel, dem außen, den in der Mitte oder hier so im äußersten Winkel. Das sah ganz, ganz toll aus. Deswegen darf die Palette bleiben, weil Bronzer benutze ich eh jeden Morgen. Dann ist das jetzt nicht so ein Krampf, da noch was dazu Bei zu dieser nehmen. Palette ist das schwierig. Der hat so tolle Texturen drin, also so eine außergewöhnliche Textur. Es ist einfach schwierig, sie aufzubringen. Es macht keinen Spaß, sich so abzuquälen mit der irgendwie. Tolle Farben, ja. Damit kriegt man sogar einen Look hin. Bis auf, dass man halt eben kein, also statt dieses Graue hätte ich lieber ein dunkelbraun oder ein Schwarz drin gehabt, zum Beispiel, um einfach zu vertiefen. In matt. Also eine darf schon mal gehen. Dann darf noch eine gehen. Schweren Herzens trenne ich mich von der Revolution Highlight. 3 Highlighter-Paletten. Ich hatte das mir heute nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber ich werde nicht dazu greifen. Ah, ich kriege die Verpackung nie richtig auf. Tolle, an sich tolle Highlighter, wirklich. Töne mit dem Finger. Ich finde, mit dem Pinsel wird das nicht so schön, irgendwie. Ich weiß es nicht. Mit dem Finger sieht es irgendwie schöner aus, verblendet. Das passt einfach super. Ich werde es weitergeben. Dann zu dem Moment, da war noch eine Kiko-Palette drin. Normalerweise würde ich die Kiko-Palette auch abgeben, aber ich finde diese Töne zu schön, um dass ich nicht noch einen Mono-Lidschatten dazu nehme, und zwar einen hellbraunen oder einen Bronzer. Dann kann man die Töne super verwenden, um einfach auf dem beweglichen Lid mit diesen Schimmertönen zu arbeiten. Super geile Textur. Ich muss sagen, man muss sich gar nicht so viel abquälen damit. Sie funktionieren auch Ja, so. Es war nur ein bisschen doof von mir, den dunklen in der Lidfalte, dem im äußersten Winkel mit dem zusammen, den dann auf dem beweglichen Lid und den im ersten Drittel. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen, ja. Genau, die Palette bleibt trotzdem, weil ich einfach der Meinung bin, ich kann auch einfach einen Bronzer benutzen dazu. Gell? gell. Dann auch ein Blush, der auch da bleiben darf. Es ist ein Mini. Es ist ein schöner roter Beerenton, den wirklich subtil. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Deswegen darf der bleiben, den habe ich gerne benutzt. Dann den Butter Bronzer. Ja, das ist echt ein toller Schatz, muss ich sagen. Also der. Wie gesagt, der Geruch catcht mich jetzt nicht so, aber die Farbe super butterweich. Ich muss sagen, wirklich Butter Bronzer ist wirklich Programm. Es ist keine pudrige, also es ist Puder, ist aber nicht so eine pudrige Konsistenz, wie ich manchmal habe. Wenn ich den auftrage, sieht man meine kleinen Härchen nicht. Wenn ich aber den von Sleek auftrage,
setzt er sich so auf meine kleinen Härchen, dann muss ich auf jeden Fall Fixierspray drauf machen oder irgendein Wässerchen. Bei dem hier nicht so. Man kann den super schön verblenden. Ich werde auch mir mal irgendwann den dunkleren davon zulegen, denn der ist schon relativ hell. Also ich bin ein sehr gelbstichiger Typ von der Hautfarbe her. Deswegen das Gelbstichige frisst den so ein bisschen auf. Aber sonst ein toller Schatz. Dann habe ich auch eine HD-Foundation von NYX benutzt. Ja, die finde ich auch ganz, ganz toll. Die darf auch bleiben, stinkt aber nach Kleber. Also ich habe das euch schon mal gesagt, das stinkt echt original wie Uhu-Kleber oder wie dieser 60-Sekunden-Kleber. Wie heißt denn der? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Dann darf gehen, dieser Augenbrauenstift, der ist mir einfach zu dunkel. Das sieht einfach nach nichts aus. Ich werde den aussortieren. Vielleicht hat jemand anderes daran Freude. Ich werde niemals schwarze Haare haben. Also, okay, ich sage niemals nie. Aber ich denke nicht in naher Zukunft, so dunkel wieder zu werden. Und ich finde einfach, das Blond schmeichelt mir. Das Dunkle sieht auch gut aus. Hat mir auch gut gefallen für den Zeitpunkt. Aber als Blondine, ich bin einfach eine geborene Blondine. Ja, der darf gehen. Dann hat mir auch sehr gut von der Farbe her, vom Finish nicht ganz so, muss ich sagen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ihn weiterhin zu benutzen. Von der Niki habe ich zugeschickt bekommen, diese wunderschöne Farbe, gerade so in, ja, ich weiß es nicht, gerade so subtil aufgetragen, gefällt er mir sehr gut. Wenn man ihn zu dick aufträgt, dann ist er rutschig. Das ist die 75 von Trended, aber ich weiß nicht, ob sie noch im Sortiment ist. Gefällt mir aber derzeitig ganz gut vom Tragekomfort. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Bleibt von W7 in der Farbe 04. Ja, ich mach den. Dann habe ich auch diesen Augenbrauenstift benutzt. Der bleibt auch. Also den werde ich jetzt weiterhin benutzen. Ich werde mir die Sachen nochmal rauspicken. Auch diesen Monolidschatten habe ich für meine Lidfalte benutzt. Es ist einfach ein ganz, ganz heller Rosenholz-Weißton, also man erkennt es kaum, bleibt auf jeden Fall, man kann sowas immer in der Sammlung behalten. Auch diesen Primer werde ich weiterhin benutzen, es ist nicht mehr viel drin, also wenn ich so gegens Licht halte, man sieht zwar nicht richtig durch, aber schätzungsweise würde ich sagen, es ist nur noch, ah ja, doch, durchs Licht sieht man, ist nur noch so viel drin, da bleibt jetzt erstmal auch in dem Dingens drin. Dann hatte ich für meine Cut-Crease-Geschichten immer wieder diesen Stift benutzt. Meine Augen haben sich mittlerweile daran gewöhnt, würde ich sagen, den zu benutzen. Und damit funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also dafür kann ich ihn schon empfehlen. Ich werde auch später dieses Pinselchen behalten, um einfach in den Concealer reinzugehen und dann eine scharfe Kante zu ziehen. Das funktioniert ganz, ganz toll. Dann hatte ich auch den Dann hatte ich den Avenger Awaits Metallic Blush. Ja, wie gesagt, als Blush habe ich ihn nicht benutzt, aber so ein Highlighter und Topper, das ist der hier. Ganz tolle Geschichte, hat mir sehr gut gefallen. Ich trage das ja eh immer etwas großflächiger oder verblende es großflächiger. So, dann habe ich dieses Shimmer Brick da gehabt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich ist das viel zu arschig für mich. Es darf gehen. Also schade ums Geld, muss ich sagen. Da ärgert es mich schon. Ich hätte es einfach mal swatchen sollen. Ich hatte keine richtige Zeit, aber der darf jetzt gehen. Der gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so aschig. Eigentlich sollte man damit konturieren können von der Aschigkeit. Aschigkeit. Von dem Farbton her ist Das aber ist nichts für schimmernd. mich. Darf. Ciao, Kakao. Ja. Das war's schon. Das waren die Dinge, die drin waren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Der Rest vom Fest habe ich leider nicht benutzt. Also auch die, was die Monos angeht, leider nicht. Ich werde mir jetzt zwei Monolidschatten aussuchen, die ich nächste Woche benutzen möchte. So mache ich das jetzt. Zwei Monolidschatten und zwei Creme-Geschichten. So, ich habe mir zwei Monolidschatten ausgesucht, die ich benutzen möchte und zwei Cremegeschichten. Ich habe ja schon meinen Korb gerichtet gehabt und ich werde euch einfach nochmal, ja, noch einmal zeigen, was ich kommende Woche benutzen möchte. Das werde ich jetzt erstmal rausholen, weiß ich.
Ich zeige euch gleich einfach mal, was ich benutzen möchte. Und dann hole ich euch mal dazu nochmal. Achso, ich hatte tatsächlich eine Review vergessen, euch abzugeben zu diesem Misha Cushion Foundation. Ich finde, das sind ganz tolle. So, ich hatte vergessen, euch eben diese Review abzugeben. Ganz tolle Foundation. Richtig reichhaltig. Die bleibt nochmal in der... verschluckt. Fast wäre ich gestorben an meinem Review. Am Schminkkörbchen. Oh. Das war jetzt heftig. Ganz trockener Hals auf einmal. Ja, die Misha, die bleibt noch drin für die leichte Deckkraft. Die möchte ich jetzt noch eine Woche weiterhin benutzen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass sie leer wird. Deswegen darf sie noch in dem Schminkkorb bleiben. Gut, ich stelle euch jetzt einfach die Sachen vor, wie ich es benutzen möchte. Ich fange an mit den... das Primeröl. Jetzt kommen wir erstmal zu Foundation, wenn ich eh schon da war. Maybelline Superstay möchte ich noch testen. Mir gefällt sie ja vom Finish überhaupt nicht. Aber gemischt mit der Maybelline Fit Me Matte and Poreless gibt es ein bisschen dünneres Finish. Habe ich heute auch drauf. Und es gefällt mir ganz gut. Also von der Deckkraft her ist sie sehr stark dann und trotzdem leicht von der Konsistenz. Also die zwei in Kombination gefällt mir sehr gut für eine deckende und leichte Konsistenz. Dann kommen wir zu den Primer, die noch drin bleiben. Zum einen bleibt der Love Primer drin, Perfectude. Den möchte ich jetzt einfach, ja, da ist eh nicht mehr so viel drin. Ich denke, dass ich ihn kommende Woche oder in ein, zwei Wochen leer bekomme. Und das Face Öl Primer möchte ich auch noch weiterhin testen. Heute habe ich es benutzt in dem Bereich und ich muss sagen, fast keine trockenen Stellen, aber nur fast. Und möchte ich auf Herz und Nieren testen und euch dann nächste Woche einfach eine Review geben. Das werde ich jeden Tag benutzen. Dann haben wir als Foundation, achso, noch eine Foundation möchte ich noch ein einziges Mal austesten, bis sie dann gehen darf. Aber ich denke, dass die gehen darf. Trotzdem möchte ich sie einfach ausprobiert gehabt haben noch einmal. Ja, zum Fixieren habe ich was vergessen. Ja, zum Fixieren werde ich kommende Woche mein Döschen, was ich im Projekt habe, benutzen, damit das auch mal leerer wird. Sonst, verzweifle ich noch daran. Dann habe ich mir zum Bronzen bleibt der Sleek Bronzer drin. Ja, da habe ich mir jetzt nichts Neues rausgesucht. Ich möchte einfach den so schnell wie möglich aufbrauchen. Den benutze ich super gerne auch für die Crease. Und als Kontur möchte ich mal diesen Ton hier probieren. Das ist aus einer LE gewesen. Ja, sieht so aus. Und möchte ich einfach ausprobieren, ob ich das überhaupt verwende oder nicht. Deswegen darf dieser Tiegel drin bleiben. Da sind ja auch unschreibliche 100 Gramm, glaube ich, drin. Nur 15. Sieht aber mega aus. Habe ich mir eine zu Eva Palette ausgesucht. Ja. Zu Eva Palette so im Mini. Das sind auch einfach diese neueren Generationen. Einmal ist das so ein Orangeton und ein Highlighter in Gold. Ganz, ganz tolle Kombination. Mal gucken, wie ich das kombinieren kann. Ich hätte ja gerne die Spice of Life als Palette. Habe ich mir noch nicht zugelegt, wird aber irgendwann mal kommen. Dann habe ich als Blush noch drin von Max Factor in Pastel Compact Blush Alluring Rose mit reingenommen. Das sieht so aus. Ich hoffe, das sind genug. Also, was heißt genug? Ich hatte ja letztes Mal Angst, dass es nicht genug sind, aber... Ja, bei Produkten, die gleich klappen, brauche ich sie nicht nochmal zu testen und zu entscheiden, ob sie in meiner Sammlung bleiben. Bei Produkten, die ich probiere und sie einfach auf Anhieb nicht klappen, die muss ich dann noch ausgiebiger testen, weil die brauchen dann nicht bei mir ihren Platz, ja, den Platz anderer tolle Produkte verschwenden. So sehe ich das im Moment. Dann habe ich für meinen Blush noch den Blush Antique von Sleek. Vielleicht kennt den ja noch jemand. Ist so ein außergewöhnlicher. Es ist ziemlich aschig, hat aber einen ganz, ganz tollen Blauschimmer. Also wirklich, es war mal eine LE von Sleek. Ich bin der Meinung, es war mal eine LE. Keine Ahnung, hat so einen blauen Shift. Also, und Glitzer. Und irgendwie gefällt mir das, deswegen konnte ich ihn, ich habe ihn schon fünfmal aus der Sammlung rausgeholt und wieder reingepackt, deswegen darf er einfach bleiben. Ich muss ihn nur öfters mal benutzen. Gerade so für den Herbst oder für den Winter. Optimal in kühl. Dann habe ich für meine Lippen
habe ich drei Produkte ausgesucht. Vier Produkte. Einmal habe ich den 2-in-1 Lipstick in Beauty Statement. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Ähnlich die, die ich gerade drauf habe. Wirklich ein perfektes Nude für mich. Mit Farbe. Wisst ihr nicht, so Fleischwurstfarben. Ganz, ganz tolles Teil. Leider haben sie das aus dem Sortiment genommen. Dann habe ich noch zwei Schätze von Mary Kay. Zum einen ist es die Farbnummer Vivid Violet. Ich möchte einfach mehr Farbe auf meinen Lippen tragen. Ich hoffe, das klappt. Und einmal ist es Red Sirene. Sirene. Oder Sirene. Weiß gar nicht. Leider ist mir das ganze Acrylbehälter runtergefallen und dann ist natürlich der Deckel kaputzki gegangen. Das sind die tollen Farben. Einmal dieses wunderschöne Weinrot, also echt so Kirschrot und einmal so ein Lila. Wirklich klasse, klasse, klasse. Klasse Farben und halten ganz, ganz lange. Und zum anderen habe ich ein Liquid oder Velvet Lip Girl in Luri. Mhm. Der sieht so aus. Okay, ich komm. Der riecht auch ganz lecker. Sieht ganz schön aus. Und ja. Also auf jeden Fall sind das die Töne, die ich kommende Woche tragen möchte. Weil das auch Liquid Lipsticks sind, kann ich mir das gut vorstellen, wenn man halt eben länger unterwegs ist, dass man halt eben nicht so hässliche Ränder hat oder wie der Lippenstift das da verläuft und so. Dann habe ich gesagt, ich suche mir zwei Monos aus, die ich in Kombination mit Paletten benutze und zwei Cremetiegel. Ich hatte die von Chanel leider nicht ausgetestet in der letzten Woche. Deswegen bleiben sie nochmal drinne. Ja, einmal ist das ein wunderschönes Rosigold in der Farbe 1502. Und zum anderen habe ich hier 1701. Das ist so ein Kackbraun. Ich versuche euch das so gut wie möglich zu swatchen, aber irgendwie ist dann unter meinen Nagel mehr als, ja, einmal das Rosé Gold und einmal dieses Kackbraun, was ich jetzt auch unter meinem Fingernagel habe. Ja, das sind die Tiegel, die ich gerne kommende Woche testen möchte. Und kommende Woche möchte ich auch Ice Soft Metals, ja, den wollte ich eigentlich verkaufen oder weitergeben, der ist aber so, so schön, also wirklich. Es gibt, glaube ich, keine so schöne kupferbraune Farbe in Schimmer. Ganz, ganz tolles Produkt. Und als zweites, weil ich ihn nicht verkaufen will, also kann, ne, will ich nur mal sagen, weil der so eklig ist. Der ist wunderschön, wirklich wunderschön. Er gefällt mir von der Farbe her, die Verpackung ist nur eklig. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, so gummierte Kacke hinzumachen. Genauso wie an Pinsel, das hasse ich bei Real Techniques. Das ist der Kiko in der 37, das habe ich mal von der Melflori. Wunderschön, wirklich wunderschön. Ich liebe auch grüne Töne auf meinen Augen, auch lila gefällt mir richtig schön. Leider nervt mich diese Verpackung, man kann richtig den Dreck da rausziehen, das ist so ekelhaft. Hat jetzt nichts, es hat einfach mit gummierenden Sachen zu tun. Das hasse ich auch bei Zoeva Paletten, bei diesen Matten. Ja. Als Liquid Liner bleibt der Raw Liner. Ich möchte den einfach austesten, ob der weiterhin bleiben darf oder ich ihn wegschmeiße. Keine Ahnung. So, ich habe gerade gesehen, ich habe gar keinen Puder-Highlighter in dem Sinne, dass ich ihn einzeln habe. Ich benutze den Nude, Pure Nude Highlighter in Be My Highlight 010 oder 10. Wirklich, oh, fantastische Textur. Ich weiß gar nicht, wie man so eine wunderschöne, wunderbare, seidige Textur hinkriegt. Dieser subtile Highlight. Und drunter packen möchte ich den Naked Skin Highlighter in flüssiger Form. Wirklich auch ein schöner Schatz, den ich aber gerne vergesse. Den möchte ich einfach aufbrauchen. Auch ganz, ganz passend, auch wenn ich für mehr Wumms haben möchte, hier der Flüssig-Highlighter und nebendran ist der subtile Highlight von Zoeva. Wirklich, ich weiß gar nicht, wer schöner von den beiden ist. Wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Und zum Schluss habe ich noch ein Manga Mascara, die ich natürlich wieder weggeräumt habe. Miss Manga Mascara von Maybelline. Ja, ich habe die heute benutzt. Man sieht, dass ich leichte Fliegenbeine habe oder ein bisschen stärker, je nachdem.
Aber man erkennt wenigstens, dass ich Wimpern habe. Und ich muss sagen, so geht das noch. Also das ist noch so eine Schmerzgrenze, mit der ich klarkommen würde. Sie sind aber ultra hart. Also die hält auch wirklich den Schwung, weil sie so Latex drüber zieht irgendwie. Weiß ich nicht. So, ich hätte Angst, sie jetzt wie Porzellan zu zerbrechen. Aber die möchte ich einfach kommende Woche benutzen, damit alle mal in Einsatz kommen. Ich werde eh nie mal schaffen, alle gleichzeitig leer zu machen oder nacheinander. Dazu wird mir alles schlecht dann. Aber Mascara ist etwas, was ich zurzeit nicht nachkaufe. Gott sei Dank. Weil ich einfach genug habe. Und ja, das sind meine Produkte, die ich kommende Woche benutzen möchte. Und ich möchte das echt einmal in der Woche halten. Vier an der Zahl ausprobieren. Es hört sich viel an, aber in den meisten Looks verwende ich ja mehr als 3 Lidschatten. Sogar 5. Also minimal sind, glaube ich, so, sogar 5 Crease. Sind wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe hier die Minis von Zoeva. Und ich möchte einfach, ja, sie mal benutzen. Ich habe die Größeren, die benutze ich auch leider zu selten. Leider. Das sind diese zwei, einmal Karamell Melange und einmal hier Cocoa Blend. Wirklich ganz, ganz tolle Paletten. Einmal für den warmen Tag und einmal für den kühlen, aber trotzdem richtigen Wumms-Tag. Wirklich eine Palette, die man wirklich gut auf Reisen mitnehmen kann, wenn man dann verreist oder in seinen Schminktäschchen in der Gegend rumschleppen kann. Dann kann ich euch die wahrscheinlich empfehlen. Das werden wir dann kommende, also nächste Woche dann sehen. Die Woche fängt. Sturz. Dann habe ich die neue Unique Reflection Palette von Zoeva. Die sieht so aus. Ziemlich warm und rostig gehalten. Ich bin gespannt, wie die sein wird. Die werde ich auf jeden Fall in einem Tutorial benutzen. Eine First Impression vielleicht sogar. Mal schauen, wann ich das schaffe. Und zu guter Letzt, falls ich gar keinen Bock habe auf so extreme Sachen. Ich komme jetzt. Letzte Palette, ich komme. Nude Medium, Spektrum Medium. Die sieht so aus von Zoeva. Das ist eine wirklich, ich habe schon mal, glaube ich, erwähnt gehabt, wenn ich meine Tochter eine Palette zu ihrem Geburtstag schenken würde, wo sie 14, 15, 16 wird, dann wäre es diese hier, weil sie hat alle Farben. Es sind 15 Farben. Die kostet um die 28 Euro oder 32, bin mir gar nicht so sicher. Sie ist aber gesehen von der Pigmentierung sehr gut, ja, also wirklich sehr, sehr gut. Ich kann sie euch einfach nur ans Herz legen. Sie lassen sich verblenden, ist ähnlich von der Textur, würde ich sagen, wie der Butterbronzer, wirklich so seidig. Ich würde nicht sagen pudrig, eher so seidig. Wirklich, hallo, hallo, hallo. Wirklich zum Empfehlen. Es sind alles Nude-Töne. Ja. Ich werde sie kommende Woche einfach ausprobieren, gucken, welche Looks ich kreieren kann, worauf hatte ich mehr Bock, worauf hatte ich gar keinen Bock. Und das werde ich euch dann am Sonntag wieder mitteilen. Ich glaube, das ist so das Einfachste, weil ich freue mich schon auf ganz, ganz tolle Paletten, die ich dann wirklich lieber in meinen übernächste Woche damit reinnehme. Deswegen, die sind jetzt die Auswahl, weil sie schon länger da drin warten auf mich. Aber nächste Woche kommen auch ganz, ganz, übernächste Woche kommen ganz, ganz tolle Schätze. Und ja, ich hoffe wie immer natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Video, eine kleine Review und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder am Sonntag. Ciao!